Hey Leute, ich bin's Conny. Heute schauen wir uns das neue Update an. Los geht's! Cinco de Mayo Update mit Pinata Events, Pinata Pets, Pinata Egg, Evolve Machine, Evolve Machine Uches, Evolve Enchant, Uchatron Event Pets, bla bla bla. Das haben wir uns alles eben in den Update-Logs angeschaut. Und wir gucken uns jetzt natürlich an, was das alles bedeutet. Hey, sie haben sogar den Boden geändert. Wow, aber natürlich nur in der ersten Area. Natürlich, okay. In einer Stunde kommt dann hier die Giant Pinata. Da kann man dann theoretisch ein Huge Pet rausbekommen, wenn man Glück hat. Und die kommt dann, glaube ich, alle 4 Stunden. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, obwohl ich es eben in den Update-Logs gelesen habe. Aber ich glaube, alle 4 Stunden kommt die. Vielleicht auch alle 2. Ich glaube aber alle 4. Und jetzt haben wir hier die Evolve-Maschine. Und ich mache jetzt was. Es kostet ja nichts, ne? Ich nehme mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Huge-Hell Rocks und pack sie rein in diese Maschine hier. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann habe ich eine 100%ige Chance auf einen Huge Evolved Hellrock. Es gibt noch andere Pets, die man theoretisch bekommen kann. Aber von den anderen habe ich gar nicht genug. Also machen wir. 2%ige Chance auf Shiny, machen wir. Ja, klar. 5 Huge Hellrocks verloren für ein... Komm, gib mir ein Shiny, gib mir ein Shiny, gib mir ein Shiny, gib mir ein Shiny. Und... Oh mein Gott, das ist huge. Wer hätte es gedacht? Einen Evolved Huge Hellrock in Normal. Nicht in Shiny, nicht in Gold, nicht in Rainbow, aber halt in Evolved. Und dieses Pet ist jetzt significantly stärker als mein bestes Pet. Die Huge Pets sind ja immer genauso stark wie mein bestes Pet. Die sind jetzt stärker. Oh, und dann nochmal 50% mehr Damage. Ich glaube, dann ist das Pet wirklich stark. Augenblick, den muss ich natürlich... Wo ist er hin? Ah, der war schon equipped, natürlich. Den muss ich auf jeden Fall locken. Den gebe ich erstmal nicht her. So, damit werden jetzt aber bestimmt einige Leute rumlaufen, außer die armen Leute da draußen, die gar keine Hellrocks haben. Die sind dann auch mehr wert. Natürlich sind die mehr wert, weil die sind ja auch viel stärker und auch seltener. Aber es werden wahrscheinlich auch immer noch die häufigsten von den Evolve-Pets sein. Ich öffne jetzt mal die Pinatas, weil da drin können Pets sein. Wie zum Beispiel die Pinata-Cat, die, glaube ich, auto-deleted wurde. Und Pinata Dog, warte, ich mach mal kurz Auto-Delete hier bei Legendary aus, damit ich die behalten kann. Diamonds und Boosts können hier drin sein, in den Pinatas. Die Pinatas finden wir überall in der Welt. So, gucken wir mal, wie stark ist die Pinata Cat? Die hat 628 Trillion in Normal. Jetzt muss ich erstmal einen Vergleichswert bekommen. Oh, ich kann das so schlecht vergleichen, aber ich glaube, die sind gar nicht so gut. Ha. Ich mach Auto-Delete wieder an. Wer braucht das schon, ne? Wer braucht diese blöden Pinata-Pets hier? Weg damit. Aber kann man auf jeden Fall öffnen. Oh, zwischen den Pinatas sehe ich gar nicht die Rainbow-Früchte. Es gibt nämlich jetzt auch eine Frucht-Mastery. Wenn ich jetzt einen Evolved Hellrock hergebe, werde ich ja wohl nicht genug Gems bekommen, um mir dafür neue Hellrocks leisten zu können, oder? Ich gehe mal auf den Pro-Server und ich biete dort einen Evolved Hellrock an. In der Auktion. Und dann werden wir sehen, für wie viel der weggeht, okay? Obwohl, wenn ich auf den Pro-Server gehe, dann werden die sowieso alle schon welche haben. Weil auf den Pro-Servern hat ja jeder die Dinger. Guck mal, wir werden es gleich sehen, wie die hier rumlaufen. Ja, da ist schon ein evolvedes Pet. Hier auch einer mit einem Evolved Hellrock. Huge Chameleon. Kenne ich gar nicht. Lol. Oh, hier ist so viel drin. Okay, hier ist ein Evolved Hellrock drin. Ich will sehen, für wie viel der den reingestellt hat. Das interessiert mich dann. Mythic Pet ist genauso wie beim Easter Event. Okay, also nicht stärker als beim Easter Event, sondern genauso. Danke für den Hinweis. Oh, die betten wirklich auf den Huge Chameleon. Wie gut ist denn Huge Chameleon? Oh, der geht tatsächlich für seinen Rap ganz gut weg. Ah, das wird sich jetzt so lange ziehen. Ich gucke einmal kurz in den Exclusive Shop so lange. Ist ein bisschen besser, okay? Okay, kein neues Egg. Was mir auch aufgefallen ist, ist, die haben jetzt immer noch den Diamond Boost nicht zurückgebracht. Also die haben den Diamond Boost reingehauen ins Spiel, direkt wieder entfernt und nicht mehr zurückgebracht, okay. 20B für so ein Event Egg 1. Warte, Event Egg 1? Was will ich mit einem Event Egg 1? Gibt es hier irgendwo eine Maschine dafür? Beim Uchatron wahrscheinlich nicht. Warte mal, Evolve? Huge Converter. Hä? Die Maschine hier funktioniert nicht. Hier kommt bei beiden Maschinen der Huge Converter. Das habe ich ganz vergessen. Okay, komm, dann packen wir da jetzt ein paar Pets rein. Okay, blub, 14. Oh, das dauert lange. Da brauche ich viele Pets für. Da brauche ich echt viele Pets für. Dass ich das vergessen habe, lol. Ah, natürlich werden wir da jetzt mal öffnen hier. Öffnen und dann noch 2. Blub. Nee, die nicht, sondern die. Also alle meine Party-Cats, die ich aktuell dabei habe, für ein Event Egg 1. Completed Quest and earned 100 Quest Points. Yeah, ich habe 100 Quest Points bekommen. So, jetzt habe ich ein Event Egg und das hat eine 1%ige Chance wieder auf ein Huge Pet. Das ist eigentlich ein schlechter Deal. Und die anderen Pets sind weder Event Pets, aber komm, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Das, eigentlich ist das ein schlechter Deal. Findet ihr nicht? Ich meine, 100 Event Pets für eine 1%ige Chance auf ein Huge Pet. Na gut, der Cool Dragon ist dafür ein Exclusive Pet. Na, immerhin. Gut, jetzt gucken wir. Für wie viel wurde der reingestellt? Für 135B? Nein? Wie wär's mit Nein? Warte, hat der wenigstens... Der hat Strength 5 sogar. Jui. Komm, ich mach nochmal. Ich mach nochmal hier. So, 58, 70, 88, 100. Lup, lup. Ah, ja, müssen wir so machen. Gut, dann holen wir uns nochmal so ein Egg. Und ich würde sagen, ich gebe eins dieser Event-Eggs raus an einen Zuschauer. Schreibt mir einfach mal euren Namen in den Chat. Ich kann es diesmal nicht mit einem Bot machen. Also nehme ich die alten
altbewährte Methode. Der Name, den ich als erstes sehe, wenn ich gleich lossage, der bekommt dann das Event Egg 1 von mir. Und dann kann ich währenddessen einmal, während ihr den Namen in den Chat schreibt, hier gucken, was sie bei den Settings geändert haben. Basic Pets, Rare Pets, Mythical Pets, Secret Pets, Reject. Ah, Secret Pets werden angenommen. Event Pets. Wenn ich das so mache und dann so mache, er wird schon passen. Okay, ich gucke jetzt einmal auf den Chat und... Stopp, gewonnen hat Daniel Stankovic. Ich kopiere mal deinen Namen. Ich hoffe, ich habe ihn kopiert. Geh auf Send und du bekommst jetzt von mir das Event Egg 1. Bitte sehr. Und gib nicht alles auf einmal aus. 39B für eine Huge Hack Cat. Und da ist sie weg. Tja, ich würde sagen, GG, die ist weg. Aber ich würde auch sagen, das reicht dann mit dem Trading Plaza. Weil ich glaube, ich werde hier meinen Hellrock nicht los. Wobei, warte mal, der ging für 135B weg. Warte mal, ich muss jetzt kurz Ging der weg? Wurde der gekauft oder wurde der nicht gekauft? Nee, nicht gekauft. Okay. Wird mich interessieren. Sieben existieren. Es existieren inzwischen viel mehr als sieben, aber da sind die Server immer ein bisschen hinterher. Oh, ich habe Mythical bekommen. Die sollen ja genauso gut sein wie die Mythicals von Event und 2,9Q. Das ist doch stärker als die Easter-Dinger, oder? Warte mal, was war nochmal die Easter-Dinger? Habe ich davon überhaupt noch welche? Ah, ich habe die alle da drin, oder? Warte mal. Ich habe aber, glaube ich, noch was in der Tech-World, in der Dark-Tech-Maschine gelassen. Kannst du mir ein Huge geben? Nee, ich habe gerade eben fünf Huges gewastet, um daraus ein Evolved-Huge zu machen. Irgendwann ist Schluss. Nee, ich habe hier nur diese blöden Dinger drin. Schade. Hey, aber ich habe meine Dark Matter Mastery fast voll. Level 91. Dann machen wir das lieber so. Dann habe ich die ja bald endlich weg. Wie kriegt man den Hellrock? Den Hellrock, den Evolved Hellrock bekommt man, indem man fünf weitere Hellrocks opfert. So, das ist in 12 Stunden fertig. Für die, die noch nicht am Anfang des Streams dabei waren, diesen Huge Evolved Hellrock bekommt man, indem man fünf bestimmte Huge Pets, das geht nur mit bestimmten Huge Pets, also die Most Common Huge Pets hat... Pets Simulator geschrieben, in die neue Evolve-Maschine packt. Und die findet ihr, wenn ihr hier hingeht. Und da muss man die dann reinpacken. Fünf Stück und dann kriegt man einfach ein Eck, in dem halt das Pet, das man reingepackt hat. Hey, was machst du denn hier, Kleiner? Kann ich dich kaputt machen? Nee, das ist nur ein Easter Egg, mit dem man nicht interagieren kann. Typisch. Und deine Arme sind ein bisschen auseinander. Naja, kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Das wäre zu lustig, wenn ich hier mein Huge Pink Balloon Cat Ding da reinpacken könnte. Aber mit der kann man nichts machen. Ach, Betrug. Wie immer. L-Update. Wenn ihr das Update nicht gut fandet, dann könnt ihr hier hingehen und eine negative Bewertung dalassen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde nochmal abwarten, wie das jetzt mit der Piñata wird. Ob man jetzt ewig braucht, die abzubauen, ob die Belohnung sich gut anfühlt oder nicht. Daran werde ich es festmachen, ob das Update gut ist oder nicht. Weil das Update, es hat jetzt nichts versprochen, was nicht eingehalten wurde. Es gibt halt eine neue Maschine, in der man super viele Huges weggeben muss, um halt ein besseres Huge zurückzubekommen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit... offenbar auch Event-Pads zu einem Event-Egg zu machen. Und, oh, natürlich ein neues Huge-Machine-Egg. Ah, habe ich genug? Nee, ich habe nicht mehr genug Exclusives für das Huge-Machine-Egg, oder? Nee, die werden nicht reichen, die Exclusives, die ich habe. Ich habe halt ganz viele Event-Pads noch. Ich glaube, ich werde noch ein Egg machen aus den Event-Pads hier. So, jetzt haben wir 42, 50. Ach, komm schon. 50? Sind schon 50, alles klar. So, wo ist Felix? Oben rechts? Ihr seht ihn doch, oder nicht? Hier ist Felix. Könnt ihr nochmal vom Nahen begutachten? So, jetzt muss ich natürlich noch die gelockten Pets anlocken. So, Toggle Lock Mode. Und jetzt muss ich gucken, welche sind denn hier gelockt? Keine? Ich hatte vorhin noch gelockte Pets ausgewählt, aber die waren dann wahrscheinlich zu viel. Okay, ah, nicht die Maschine, sondern hier können wir uns jetzt nochmal so ein Eck holen. Lup, lup, lup. 49, 61, 73, 84, 93... Irgendwas vergessen? Den hier haben wir vergessen. Noch was vergessen? Nee, komm, den behalte ich. So, den. Ach nee, oder? Ach nee, okay, ich muss noch drei rausholen. Ach Mensch, das ist immer alles so teuer, was ihr von mir wollt. Oh, das reicht schon. Nice. So, jetzt haben wir ein neues Egg. Es gibt alle vier Stunden, startend in einer halben Stunde, die gigantische Piñata mit einer 10-mal so hohen Huge-Chance, also praktisch null. Und, was ist das schon wieder mit dem Update? Ach ja, und ihr könnt das Update bewerten. Ihr könnt hier jetzt eure Entscheidung da lassen. Mögt ihr das Update oder mögt ihr es nicht? Und hier ist der Zukunfts-Conny. Ich kann sagen, ich habe das Update gedisliked, weil ich kein Huge-Pad aus der Piñata bekommen habe. Die Piñata-Chancen wurden auf, ich glaube, 25 mal so hoch erhöht, aber man wird trotzdem keine bekommen. Viel Spaß. Klickt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!